Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch ganz gerne eine mineralische Sonnencreme und eine chemische Sonnencreme in Aktion zeigen und so ein bisschen über die Unterschiede sprechen. Ich setze beide Begriffe in Gänsefüßchen, weil diese sich im gängigen Sprachgebrauch durchgesetzt haben, aber nicht sonderlich genau sind. Und ich persönlich finde es halt auch schwierig, dass wir diese Unterteilung Richtung Chemie machen, weil die Chemie einen sehr, sehr schlechten Ruf hat und alles, was chemisch ist, meistens negativ behaftet ist, vor allem in den sozialen Medien. Dabei ist alles chemisch. Also alles, was uns umgibt in unserem Körper, finden super viele biochemische Prozesse statt, ohne die wir nicht sein könnten. Lebensmittel sind grundlegend chemisch aufgebaut. Das Wasser, das wir zu uns nehmen. Klar hat die Chemie auch negative Seiten, aber sie kann auch neutral sein und sie kann natürlich auch positive Seiten haben, wie so viele andere Dinge im Leben. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass wir auch Sonnenschutzmittel eher genauer unterscheiden sollten, anstatt nur diese zwei sehr allgemeinen Kategorien zu nutzen. Denn bei den sogenannten mineralischen Sonnencremes sind vor allem anorganische UV-Filter enthalten, also Zinkoxid und Titandioxid. Und wenn wir von chemischen Sonnencremes sprechen, dann sind dort organische UV-Filter oder organisch partikelartige UV-Filter enthalten. Und da würde ich mir wünschen, wenn wir diese Unterscheidungen ein bisschen genauer machen würden, damit einfach dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht mehr so extrem befeuert wird. Und umso mehr freue ich mich, dass das heutige Video in Kooperation mit einer asiatischen Skincare-Marke entsteht. Und zwar nennt sie sich Nambucin. Denn ich habe deren Sonnencreme bereits seit einigen Wochen in Gebrauch und komme wunderbar damit zurecht. Und diese basiert auf organischen UV-Filtern. Deshalb werde ich jetzt einen Teil davon auf meine Gesichtshälfte auftragen. Und auf die andere Gesichtshälfte werde ich eine Sonnencreme mit anorganischen UV-Filtern auftragen, um diese Unterschiede bei beider Produktkategorien sichtbar zu machen. Hier kommt die Sonnencreme von Nambucin drauf. Ich habe mir bereits die benötigte Menge abgewogen. Normalerweise brauche ich 1 Gramm für mein Gesicht, aber da ich nur eine Gesichtshälfte mit der Sonnencreme benetzen werde, habe ich mir selbstverständlich auch nur die Hälfte abgewogen, und zwar 0,5 Gramm. Und die trage ich jetzt einfach wie gehabt auf. Ich muss sagen, ich finde es auch echt großartig, dass die Marke mir hier kompletten Freiraum gelassen hat, ein Video dazu zu machen. Ich wollte nämlich ganz gerne etwas erstellen, was auf jeden Fall einen Mehrwert hat. Und deswegen dachte ich mir, was gibt es Besseres, als zwei Sachen miteinander zu vergleichen, die auch einfach grundverschieden sind, um euch aufzuzeigen, was eigentlich die Unterschiede und vielleicht sogar die Gemeinsamkeiten sind. Also die Sonnencreme ist wirklich ein Traum, lässt sich ohne Probleme einarbeiten, macht einen leichten Glow auf der Haut, brennt nicht in den Augen und sieht auch übrigens richtig, richtig gut unter Make-up aus. Und auf der anderen Seite trage ich eine Sonnencreme auf, die ausschließlich auf anorganischen UV-Filtern basiert. Und dann könnt ihr den Unterschied auch sofort sehen. Denn anorganische UV-Filter erzeugen einen weißen Schleier. Und viele behaupten ja, dass dieser weiße Schleier genau dafür verantwortlich ist, dass sie ihre Schutzleistung entfalten. Also, dass diese kleinen Partikel wie Spiegel agieren und so die UV-Strahlung reflektieren bzw. streuen. Aber das ist nur ein Mythos. Also es stimmt schon, dass diese kleinen Partikel einen Teil der UV-Strahlung tatsächlich auch reflektieren bzw. streuen können. Aber dieser Anteil bewegt sich im einstelligen Bereich. Sprich, auch die anorganischen UV-Filter basieren auf dem gleichen Wirkmechanismus wie die organischen UV-Filter. Das heißt, es ist auch normal, dass anorganische UV-Filter diesen weißen Schleier erzeugen, weil sie sichtbares Licht reflektieren bzw. streuen. Und ich lese auch immer wieder negative Bewertungen zu Sonnencremes, wo das Produkt
per se negativ bewertet wird, weil es einen weißen Schleier erzeugt. Aber ich finde, das geht halt wirklich dann am Thema vorbei, denn es ist vollkommen natürlich und normal, dass diese UV-Filter eben jenen weißen Schleier erzeugen. Es gibt zwar die Möglichkeit, diesen weißen Schleier zu minimieren, beispielsweise indem man die Partikel noch ein bisschen kleiner macht, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe in meinem ganzen Leben so viele Sonnencremes ausprobiert und da waren auch etliche dabei, die nur auf anorganischen UV-Filtern basieren und es gab keine einzige, die gar keinen weißen Schleier erzeugt hat. Und ich habe ja schon eine sehr gering pigmentierte Haut, sprich Menschen mit stärker pigmentierter Haut wird das noch extremer auffallen. Und dementsprechend muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass wenn man eine Sonnencreme kauft, die ausschließlich auf anorganischen UV-Filtern basiert, dass einfach dieser weiße Schleier dazugehört. Uncool wird es natürlich, wenn Marken solche Produkte verkaufen und dann behaupten, dass sie nicht weiß sind, denn das ist selbstverständlich irreführend. Man kann von seinen Kunden und Kundinnen nicht erwarten, dass sie sich mit jedem einzelnen Inhaltsstoff auskennen. Dementsprechend finde ich das auch nicht gut, wenn Marken auf ihre Produkte, die eben auf anorganischen UV-Filtern basieren, draufschreiben, dass diese keinen weißen Schleier erzeugen oder eben keinen Geisterlook machen. So schaut das Endergebnis aus. Ich denke mal, noch eindeutiger geht's nicht. Auf dieser Seite die Sonnencreme mit anorganischen UV-Filtern und auf der Seite die Sonnencreme von Nambuzin, die ausschließlich auf organischen UV-Filtern basiert. Ich persönlich bevorzuge diese Seite, weil die deutlich alltagstauglicher ist und angenehmer vom Tragekomfort. Hier wüsste ich nicht mal, wie viel Make-up ich benutzen müsste, um das zu überdecken. Das hatte ich schon vor sehr, sehr langer Zeit mal probiert, aber es ist einfach nicht möglich und nicht machbar, das Ganze gut aussehen zu lassen. Und ich mag auch den Tragekomfort nicht so gerne. Deswegen bin ich auch ein Fan von Sonnencremes, die auf organischen UV-Filtern basieren. Natürlich möglichst in einer modernen Formulierung, so wie das hier der Fall ist. Und manchmal benutze ich auch Hybrid-Sonnencremes, also Sonnencremes, die beide UV-Filterkategorien enthalten, wo aber der Anteil an anorganischen UV-Filtern nicht zu hoch ist, damit ich einfach nicht so einen krassen weißen Schleier habe. Und ihr dürft halt auch nicht vergessen, dass das die korrekte Auftragsmenge ist. Sprich, wenn man weniger aufträgt, bekommt man natürlich auch nicht den deklarierten Schutz, der auf der Verpackung angegeben wird. Und ich lese auch oft in Produktreviews online, dass Leute behaupten, sie hätten eine Sonnencreme getestet und sie würde absolut gar keinen weißen Schleier erzeugen, obwohl es sich bei dem Produkt um eine Sonnencreme mit anorganischen UV-Filtern handelt. Und deswegen muss man bei solchen Produktbewertungen auch extrem vorsichtig sein. Mir haben da auch einige von euch geschrieben, dass sie auf Grundlage dieser Bewertungen eine Sonnencreme gekauft haben, sie in der korrekten Menge aufgetragen haben und danach aussahen wie Kasper. Ich möchte natürlich auch nicht euch noch einige zusätzliche Informationen zu der Clearfilter Sun Essence mitzugeben. Ich habe euch selbstverständlich die enthaltenen UV-Filter mit aufgelistet. Das sind wie gesagt alles organische UV-Filter und die UV-Filter-Kombi ist auch recht modern gewählt. Es sind einige UV-Filter drin, die als sehr hautverträglich und auch als sehr stabil gelten. Und was wäre eine asiatische Sonnencreme, wenn dann nur diese UV-Filter enthalten wären und einfach das Produkt nur zum Schutz vor UV-Strahlung da wäre. Denn die asiatischen Sonnencremes, die kennzeichnen sich auch dadurch aus, dass noch weitere vorteilhafte Inhaltsstoffe für die Haut in dem Produkt verarbeitet werden. Und deshalb ist dieses Produkt eben auch ein wunderbarer Ersatz für einen Moisturizer, den man morgens anwenden kann. Denn ihr bekommt nicht nur den UV-Schutz, sondern auch noch ein paar zusätzliche Benefits. In dem Produkt ist beispielsweise Süßholzwurzel drin. Diese kann Entzündungen vorbeugen, genauso wie das Niacinamid. Dann ist auch noch beruhigendes Tigergras drin, Hyaluron, welches feuchtigkeitsbindend wirken kann und weitere antioxidative Pflanzenextrakte. Bei letzterem müsstet ihr auf jeden Fall mal schauen, ob diese Pflanzenextrakte zu eurer Haut passen oder ob ihr da allergisch drauf reagiert. Ich persönlich hatte keinerlei Probleme mit der Sonnencreme, obwohl ich eine allergische und super empfindliche Haut habe. Aber wie gesagt, das müsstet ihr einfach nochmal selbst anhand der Inhaltsstoffeliste überprüfen.
Der UVB-Schutz beläuft sich übrigens auf ca. 55, das heißt weniger als 2% der UVB-Strahlung trifft ungehindert auf die Haut. Der UVA-Schutz liegt bei 21,6, sprich weniger als 5% der UVA-Strahlung trifft ungehindert auf die Haut. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Ich verlinke euch die Sonnencreme von Lambozin natürlich auch unten in der Infobox. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Art von Sonnencreme ihr am allerliebsten benutzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.